Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir befinden uns hier gerade noch am Sägewerk. Wir haben am Ende der letzten Folge diesen LKW bzw. diesen Auflieger mit Holzdeckenelemente beladen und die bringen wir jetzt auf schnellstmöglichsten Weg zurück zur Baustelle. Nicht wundern, dass das eine Paket so ein bisschen mehr auf der rechten Seite hängt. Eigentlich wollte ich das mittig platzieren, aber es ist dann doch im letzten Moment an den Rand rüber gesprungen und schon, zack, war es festgesnappt und ich wollte es nicht nochmal extra aufnehmen. So, aber wie auch in der letzten Folge gesagt, es macht am Fahrverhalten vom Fahrzeug überhaupt nichts aus. Es ist dem Auflieger komplett egal, wo und wie das Paket da liegt, genauso wie die Fracht auch nicht gesichert wird. Also ich weiß nicht, ob das gerade so die beste Strecke ist für den Auflieger, weil mit den 1000 Rädern, wenn es so stark hoch und runter geht, wird es immer zum Problem und das ist, glaube ich, auch eben gerade passiert. Ich glaube, wir waren nicht drüben an dem Felsen dran. Ich glaube, wir waren nicht am Felsen dran, aber irgendwie hat es mich gerade wieder ausgehebelt. Und ich bekomme den LKW so hier nicht mehr raus. Ich kann nicht rückwärts fahren. Ich hänge vorne dran, ich kann nicht rückwärts fahren. Na schön. Da machen wir halt zurücksetzen auf ein neues. Ja, aber wenn der dann an einer Stelle ein bisschen hochgedrückt wird, der Auflieger, dann war es das. Dann passiert genau das. Vielleicht war ich auch kurz rechts dran gekommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube nicht. Ich meine, darauf geachtet zu haben. So, jetzt muss ich gucken. Das Navi zeigt mir nämlich wieder nur Müll an. Ich müsste theoretisch die zweite links. Ich glaube, die zweite links macht diesen Schnörksel nach links. Ich glaube, das ist der schnellere Weg als das, was das Spiel vorschlägt. Ja, hier hat man auch wieder gesehen, hier waren wieder die Hälfte der Achsen in der Luft. Das ist wirklich nicht die beste Route für den Auflieger. Und jetzt fehlt die Power. Jetzt gleich ist der Auflieger wieder zum Teil in der Luft, ja. Und dann bricht der auch extrem gerne aus in so Momenten. So, wo muss ich dann lang? Rechts lang und dann so und dann... Was ist das wieder für eine Route, was das Navi da vorschlägt? Da ist doch ganz kurz, zack... Um da. Hier. Hey. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Bitte Bausimulator-Team einmal komplett überarbeiten. Navi ist einfach Schrott. Ganz einfach gesagt, es ist einfach Schrott. So. Ja, das ist ja halt alles während der Kampagne nicht aufgefallen, weil ich da halt Großteil einfach mit der Schnellreise erledigt habe. Hier bei den Kleinaufträgen fahren wir ja mindestens einmal pro Folge eine etwas größere Route. Einfach damit es auch mal mehr mit drin ist, ist ja eigentlich auch ein großer Bestandteil vom Spiel, wenn man nicht so faul ist und ständig die Schnellreise benutzt, wie ich eigentlich. Und ja, dann fallen jetzt natürlich diese ganzen Fehler auf, die vorher nicht aufgefallen sind. Passt es geradeaus, bis die Straße endet? Ja, das passt. Das passt. Sunny Heaven stand auf dem Schild, geht rechts ab. So, 90 km/h rasen hier entlang und die Straße endet da. Okay, Bremse funktioniert, Reifen blockieren aber ein bisschen arg hart. Von ABS hat man ja auch noch nichts gehört. Die blockieren sowieso extrem schnell, muss man sagen. So, jetzt fahren wir einmal rechts, dann links, dann rechts und dann sind wir auch da. Blinker ist schon mal an. Ja, auch jetzt, glaube ich, hängen wieder ein paar Reifen so ein bisschen in der Luft. Oder nee, geht noch. Das kommt dann gleich erst wieder. Wahrscheinlich. Irgendwie eiern die Reifen auch komisch. So, hier brauche ich ja nicht ganz so weit ausholen. Der Hänger tut ja hinten extrem ausholen. Und es war zu wenig ausgeholt. Es ist einfach, ich kann diesen Hänger nicht einschätzen. Ich kann diesen Auflieger einfach null einschätzen. Gebe ich ja zu. Der ist wirklich schlimm. Ist nicht mein Favorit. Warum steht er hier? Stoppschild, es kommt doch kein Auto. Fahr doch, Keule. Hat er nicht rechts geblinkt und biegt jetzt links ab? Rechts blinken, links antäuschen und geradeaus fahren. Ich
Ich habe auch extra diese Kamera so hinten, damit ich wenigstens ein bisschen sehe, was der Auflieger macht. Aber das ist halt trotzdem manchmal extrem schlecht einzuschätzen, was er letztendlich am Ende macht. So, da ist unsere Baustelle. Das Einzige, wofür der Auflieger gut ist, an Ort und Stelle einfach wenden. Ja, zum Beispiel hier jetzt an der Ampel. Ich biege jetzt hier links ab. Das Problem ist nur, ich habe jetzt so weit ausgeholt wieder. Mir so viel Platz geschaffen quasi. Dass ich jetzt wahrscheinlich die rechts rammen werde, wenn ich losfahre. Das ist halt wirklich ein Problem. Das ist halt wirklich ein Problem. So, fahrt ihr erstmal weg, ja, dass der Rote da jetzt so gekommen ist. Und jetzt, nein, du fährst jetzt nicht links da an mir vorbei. Und der Rote auch nicht. Also ist nicht euer Kackernst. Naja, haben's geschafft, aber dafür ist der Auflieger gut. Dafür ist er echt gut. Das kann man schon echt gut mit dem machen. So, ich bin mal gespannt. Ich glaube aber, die großen Pakete konnte so ein Schnelleinsatzkran nicht runterheben. Es kann sein, dass wir den Mobilkran dann hier auch gleich nochmal brauchen. Habe ich noch Platz hinten? Habe ich noch Platz? Ja. Ich wollte eigentlich jetzt mehr so auf die Baustelle drauf fahren. Aber ich stehe ein bisschen blöd da dafür. Ich erhole nochmal Neuschwung. Ich weiß nämlich nicht, wie weit der Kran auf die Straße raufkommt. Aber ich will es erstmal probieren, ob ich überhaupt das jetzt mit dem anheben kann. Ich glaube nämlich, das ging mit denen nicht. Wir brauchen das vordere Paket. Das hintere müsste Bauabschnitt G sein. Ich komme da gar nicht dran, aber ich kann trotzdem mal ausprobieren. Ich bin immer noch zu weit weg. Ob ich so ein Paket anheben kann. Ja, geht. Alles klar. Ja gut, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich nochmal anders hinfahre, damit ich mit dem Kran da dran komme. Das ist das Weiteste, was ich hinkomme. Das ist das Weiteste, wie ich drankomme. Wenn der hinten rumschwenkt, dann komme ich da vielleicht dran mit dem Kran. Ja, müsste ich jetzt eigentlich auf jeden Fall. Ich werde gleich wieder wegfahren müssen mit dem Auflieger. Das ist ganz klar. Aber Hauptsache, ich komme mit dem Kran jetzt dran. Ich hatte gedacht, die konnten wir das letzte Mal nicht anheben. Mit oh. Oh. Das war nicht gewollt. So, ja, ich weiß, ich muss da wegfahren. Das war klar. Ich musste nur nah genug dranfahren zum Abladen. Ich werde gleich eh wieder hinfahren müssen, deswegen bleibe ich gerade mal so stehen. Damit ich die Deckenelemente platzieren kann und dann wird wahrscheinlich gleich das nächste Paket schon abgeladen, könnte ich mir denken. Beziehungsweise noch ein, zwei Zwischenschritte und dann wird das nächste Paket abgeladen. So. Passt auch, sehr schön. Passt auch, okay. Dann haben wir das erste Paket schon mal komplett verteilt. Wir hatten zwar jetzt doppelt so viel Material, als eigentlich pakettechnisch da war. Aber gut.
Hauptsache, wir haben genug Material da. Aber aus dem einen Paket hätte man niemals so viele Teile gekriegt, wie ich gerade hier verbaut habe. Das meine ich damit. So, da haben wir noch ein kleines. Das kommt da drüben hin. Ich finde es aber echt gut, dass dieser Auftrag jetzt mal wieder ein bisschen länger dauert. Ja, ist ein bisschen abwechslungsreicher. Wir haben Fahrten dabei. Wir haben Betongießen dabei gehabt. Wir hatten Bagger mit dabei, was nicht funktioniert hat. Wir hatten Planierarbeiten dabei. Ja, wir waren jetzt mal wieder beim Sägewerk. Waren wir auch lange nicht mehr. Wir haben viel Kranarbeit. Ist wirklich von allem etwas dabei. Und das finde ich schon sehr schön. Finde ich schon sehr schön, muss ich sagen. Die letzten Aufgaben waren ja schon ein bisschen, ja. Da hat ein bisschen die Abwechslung gefehlt. War ein bisschen komische Aufträge so an sich. Jeder Auftrag, der wäre eigentlich cool gewesen, wenn mich das Baggern am Anfang nicht so aufgeregt hätte. Aber leider hat mich das Baggern ja dann so ein bisschen aufgeregt. Deshalb, ja. Bin ich ja dann vielleicht mit der Planierraupe durch diesen kleinen Graben durchgefahren. Habe einfach den kompletten Graben mit der Planierraupe freigemacht. Gut, kann man machen. Hat funktioniert. Hat besser funktioniert als das Baggern an sich. Ja, so ist das. So ist das. So, da haben wir jetzt noch das eine Teil und dann sind wir, denke ich mal, mit dem Bauabschnitt eh durch. Dann geht es wahrscheinlich weiter mit wieder diesen Holzrahmen platzieren. Im Stockwerk oben drüber. Könnte ich mir jetzt denken. Oder wir müssen irgendwie Dämmmaterial noch verteilen. Für die Wände unten und so weiter und so fort. Vielleicht noch die Holzplatten, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall muss Material da hoch. Und Material muss wieder verteilt werden, das ist sehr schön. Dann kann ich das gleich mal machen. Palette Isolierung soll auch verteilt werden. Gut, dann nehmen wir die gerade mal runter. Bin ich gerade am nächsten dran mit dem Kran. Wir brauchen eh beide Paletten mit der Isolierung. Also Steinwolle ist schon echt feines Zeug. Weiß nicht, wenn man das mal auf die Haut kriegt, richtig widerlich eklig. Richtig widerlich eklig. Das juckt und sticht und piekst und ist richtig schön ungesund. Ist richtig tolle Sache. Richtig tolle Sache. Richtig unangenehm. Wenn man nicht richtig passend gekleidet ist, ist es wirklich sehr unangenehmes Zeug. So, Palette Grobspanplatten. Haben wir noch hier eine? Die kommt wo auch immer hin. Da unten und hier oben. Alles klar. Haben wir auch zweimal noch. Dann haben wir ja fast alles verteilt. Das ist doch schon mal schön. Dann wird unser Auflieger doch schon mal ein bisschen leerer. Das ist doch schon mal eine ganz positive Sache. Dann kann ich nämlich den hier bald auch wegfahren. Dann könnte ich da auch den anderen LKW einfach reinrangieren. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich meine, fertig kriegen tun wir es am Ende so oder so. Es ist ja klar. So, Palette Holz. Da haben wir einmal hier die. Und vorne haben wir auch nochmal eine. Vor dem Pflasterstein. Also vor dem blauen Paket. So, Nummer 1. Nummer 2. Was brauchen wir noch? Holzbalken. Da, die haben wir hier. Ja, da haben wir quasi nur noch Zeug für den Garten. Ein paar Bäume. Die Pflastersteine. Und wir werden natürlich auch nochmal baggern müssen. Aber ich habe den Bagger weggebracht, weil ich den gerade nicht mehr benutzen möchte bis zum nächsten Patch. Und ich hoffe, dass dann dieses fehlerhafte Baggern oder merkwürdige Baggern irgendwie ein bisschen behoben wurde. Weil es ist nicht schön. Ich mag den Bagger total, den kleinen. Der ist voll knuffig, goldig, aber er ist einfach nicht so ganz sinnvoll, habe ich das Gefühl. Weil wenn man baggert und hinter der Schaufel mehr Erde entsteht, als man wegnimmt, finde ich das einfach nicht gut. Wenn ich das einfach mal ganz lieb umschreiben darf. Dann läuft da irgendwas falsch. Dann läuft da irgendwas falsch. Deswegen, ich werde dann per Schnellreise, wenn wir die Bäume hier setzen müssen, irgendwas anderes holen. Irgendwas anderes. Vielleicht holen wir uns auch diesen Atlas-Bagger. Den hatten wir, glaube ich, noch nie benutzt. Den habe ich schon die ganze Zeit im Auge. Den würde ich mir extrem gerne holen. Vielleicht holen wir uns den dann einfach. Ist, glaube ich, ein mittelgroßer Bagger. Nicht so klein, glaube ich, wie der Wacker, sondern so mittelmäßig eher. Mittelgroß.
bietet sich ja auch mal an. Ja, der Doosan ist auch ein großer, cooler Bagger, aber Problem ist auch, der ist nicht fehlerfrei. Habe ich ja schon öfters gesagt, der ist nicht fehlerfrei. Bei dem Bagger drückt sich die Schaufel beim Baggern an der Erde weg. Das heißt, die Schaufel wird sehr oft nur halb voll. Und man wird jedes Mal mit dem Bagger ein bisschen durch die Gegend gedrückt, weil der einfach nicht die Erde aufnehmen will. Keine Ahnung warum. Ist auch noch so ein Fehlerchen. Auch schon lange drinne. Wurde auch noch nicht behoben irgendwie. Warum auch immer, vielleicht nicht aufgefallen. Weiß es nicht. Weiß es nicht. Dong. Ja, der Entwickler bräuchte nur mal bei mir reingucken in die Videos, dann würden sie wissen, ah, okay. Weil ich habe ja eh das Talent, ich finde jeden Fehler. Alle unmöglichen Sachen treten bei mir auf. Da würden sie genau wissen, wo es hakt. Aber gut. So, ich glaube, das ist hier vorne das Teil. Ich drehe es gerade mal. Ja, sehr schön. Es ist grün geworden. Ich bin zufrieden. Ich denke mal, der nächste Abschnitt, glaube ich, waren dann die weiteren Deckenelemente. Das müsste hier vorne das Eckteil sein. So. Dann haben wir noch zwei Eckteile. Wieder leicht versetzt da einbringen, sonst habe ich da wieder Probleme und bleib überall hängen. Da haben wir schon das vorerst letzte Eckteil. Da kommen aber jetzt noch ein paar Teile hinzu. Da bin ich mir ganz sicher. Fehlt ja noch ein bisschen was oben. So, wo kommt das hin? Das kommt dahin. Alles klar. Ah, das ist hier vorne das große Teil direkt her. Ja, okay. Ich kann mir wirklich nur denken, dass in diese großen Aussparungen dann Fenster reinkommen, weil anders... Andere Sachen würden da eigentlich wenig Sinn ergeben. Und so eine Wand einfach, die fast komplett unabgestützt ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja, ich muss ja nicht im Haus wohnen. Das ist ja der einzige Vorteil. So, jetzt haben wir wieder lauter Eckteile. Lauter feine kleine Eckteile. Okay, da sehe ich es aber hier schon leuchten, wenn ich richtig sehe. Das sind anscheinend hier nur Eckteile. Drei Stück. Ah, ich glaube aber, das ist das Falsche. Ich habe gedacht, das leuchtet, aber nö, das leuchtet. Dann tun wir das halt dahin. Ich habe gedacht, es wären dreimal die gleichen Teile. Ich bin gerade am Rumdrehen, es dauert ein bisschen länger. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Alles gut, kein Zeitstress. Alles total gechillt. Alles total gechillt. Das könnte dahin passen. Es könnte, wir werden das gleich sehen, aber es hat schon einmal grün aufgeleuchtet. So, das ist auch platziert. Dann haben wir noch ein einziges. Wir machen gerade wieder Nachtschicht. Wir haben schon wieder kurz vor 10 abends. Gibt wieder Nachtzulage, aber ich glaube, wir werden gleich erstmal die Nacht wieder überspringen, damit wir wieder am helllichten Tag hier arbeiten können. Ich finde es einfach besser. Ich finde es einfach besser. Ich bin auch wirklich froh, dass die Entwickler diese Funktion, dass man die Nacht überspringen kann,
sehr schnell eingepflegt haben. Das sollte ja eigentlich erst nächstes Jahr irgendwann kommen, aber es wurde dann doch sehr schnell eingepflegt. Anscheinend hat es mehrere Leute gestört, nachts um 1 Uhr irgendwie noch eine Straße platt zu walzen. Ja, ich finde auch hier die Option gut. Einmal morgen, Mittag, Abend, Nacht und man kann halt hier noch stundenweise vorspringen. Mehr braucht man eigentlich nicht. So, zack, kann man morgen. Ganz früher Morgen. Ganz früher Morgen. So, wo kommen die jetzt noch hin? Die kommen hier hinten hin, alles klar. Alles klar, die Terrasse, also die Garage würde sich... Kommt die doch nicht dahin? Okay. Ah, okay, da hinten leuchtet's. Hab ich falsch geguckt. Die Garage würde sich ja eigentlich voll gut als Terrasse eignen. Dass man hier die Wand, wie es hier eingezeichnet ist, enden lässt und dann eine Tür raus und dann da irgendwie eine Terrasse drauf oder so. Vielleicht ist es ja so, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe das Bild nicht mehr vor Augen, aber auf jeden Fall würde sich das schon anbieten. Ja, da ist auch unten kein Holzbalken mehr drin bei den Teilen und deswegen gehe ich mal davon aus, dass da irgendeine Tür reinkommt. So. Ein einziges Eckteil noch, dann haben wir das auch platziert. Und dann geht's, denke ich mal, mit den weiteren Deckenelemente weiter, die wir noch auf dem großen Multi-Auflieger drauf liegen haben. Ich gehe mal stark davon aus. Oder wir müssen vielleicht noch irgendwie die Dämmung auspacken oder so, könnte ich mir denken. Aber, nö. Okay, geht erstmal weiter mit den Innenwänden. Stimmt, die muss ich auch platzieren. Stimmt, ist ja was ganz Neues. Habe ich schon wieder vergessen. Darf natürlich nicht fehlen. Man will ja irgendwelche Räume noch da drin haben im Gebäude. Da ist es schon ganz wichtig. So, jetzt habe ich mir gerade erstmal die größte Wand von allen gegriffen, glaube ich. So. Perfekt. Perfekt. Das ist gleich mit dem anderen oder ist das unterschiedlich? Oder ist das da hinten links im Eck? Also ich glaube, die sind aber gleich. Ja. War mir gerade so auf den ersten Blick nicht sicher. Man erkennt das halt wirklich extrem schlecht, welches Teil man eigentlich gerade anhängen hat, wo das hin soll. Manchmal erkennt man es gut, kommt immer auf den Blickwinkel drauf an, aber meistens, weil es einfach hellblau ist und noch helleres Blau, erkennt man das halt wirklich echt schlecht. Echt schlecht. Da würde ich mir einfach eine andere Farbe wünschen. Wäre das Problem, glaube ich, ganz schnell erledigt. Dann würde man gleich erkennen, wo das Teil hinkommt. So muss man immer erstmal ein bisschen gucken, rumprobieren, schauen, vergleichen. Klappt halt dann nicht immer. Aber gut. Ist nicht schlimm. Ja, halt auch nur so ein kleiner Verbesserungsvorschlag meiner Seite aus. Wenn man schon markiert sieht, wo die Teile hinkommen, dann könnte man das halt auch schön auffällig machen, theoretisch. Also klar, es müsste jetzt nicht, dass die durchsichtig angezeigt werden, die Teile, das ist schon okay. Aber was weiß ich, die Teile einfach nur weiß angezeigt,
bis man was anhängt und das Teil, was man dann hat, leuchtet einfach blau und die anderen Teile bleiben weiß. Und wenn man dann halt wieder passend platziert hat, könnte es ja grün werden, so wie es jetzt ist. Dann würde man gleich erkennen, okay, ich habe das Teil und dann muss man nicht immer erst so lange suchen und rumprobieren. Vielleicht finden es ja manche cool, ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig. Gerade wenn man Teile hat, die sich komplett ähnlich aussehen und dann sieht man diese Blaufärbung einfach nicht und dann gehst du erst auf die Position 1, probierst, merkst, passt nicht und dann gehst du an die Position 2 und dann könnte es vielleicht passen und Position 3 passt dann am Ende. So, da hinten komme ich wieder nicht dran, da muss ich jetzt wieder mit meinem Auflieger ein bisschen rumrangieren. Da muss ich wieder ein bisschen rumrangieren. Ich muss es ja nur anhängen, dann kann ich mit dem LKW rausfahren. Ich kann auch gucken, ob ich wieder so reinkomme wie das letzte Mal. Müsste auch schon reichen. Müsste auch schon reichen. So. Dann hängen wir das jetzt mal dran. Wow, da hat der Kran aber gerade Vollgas gegeben. Wir sehen es an dem Teil oder an den Teilen. Da hat der Kran gerade wirklich Vollgas gegeben. So. Mich würde mal interessieren, ob ich auch so Sachen wie die Betonpumpe hier einfach drauf fahren kann und transportieren kann. Eigentlich müsste es ja auch möglich sein. So, gucken, dass die ganzen Reifen vom Bordstein runter sind. Nicht, dass wir dann Reifen irgendwie quälen. Gut, da haben wir jetzt die ganzen Deckenelemente. Die werden wir noch platzieren in der Folge. Gehe ich mal davon aus und schau, wie lange es dauert, aber ich denke nicht ganz so lange. Was haben wir hier? Ein dünnes Teil. Ich denke mal, dass das die Maximalhöhe von dem Gebäude ist. Ich weiß nicht, ob da noch ein Stockwerk drauf kommt. Ich denke aber nicht. Eigentlich denke ich nicht, wobei wir haben da noch Holz rumfliegen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da nichts mehr drauf kommt. Ich weiß aber nicht, wie es auf dem Bild aussah. Vielleicht hat man es ja auf dem Bild gut erkannt. Ich lasse mich jetzt überraschen. So. Das sind wenigstens schön große Teile. Aber wir kriegen ja gleich nochmal eine Ladung. Das Paket, was wir abgeladen haben, steht da quasi noch. Es wird jetzt gleich wahrscheinlich erst ausgepackt. Woher dann auch diese Teile kommen, keine Ahnung. Die sind halt mal da. So, jetzt sind auch die anderen Holzteile verschwunden. Die haben wir anscheinend noch hier reingearbeitet. Warum auch immer, keine Ahnung. Haben wir halt so gemacht. Anscheinend hat die Schreinerei was vergessen. Wir haben das halt jetzt nachträglich noch reingebaut mit den Holzbalken und den Holzplatten und was weiß ich. Ergibt überhaupt keinen Sinn, aber so ist es halt. Bausimulator, Kleinaufträge sind nicht immer ganz so glaubhaft. Das ist stellenweise ein bisschen merkwürdig. Aber okay, wir lassen uns nicht von stören. Ups, das war ein bisschen früh mit dem Kran rübergelenkt. Ich muss auch da noch ein Fotochen machen, aber die Folge ist eh gleich rum. Ups, dann kann ich das nach der Folge erledigen. Komme ich da hinten dran? Ja, gerade so. Was mich halt freut, ist, dass man hier bei den kleineren Aufträgen den normalen Kran oft benutzen kann. Den haben wir ja bei den ganzen Kampagnenaufgaben so gut wie nie eigentlich gebraucht. Er hat ja, war ja eigentlich für jede Aufgabe zu klein. Und jetzt kann man den wenigstens mal ein bisschen benutzen. Das ist halt wenigstens auch eine ganz schöne Sache.
So, Baumaterial auspacken, das können wir gerade noch zurücksetzen in 3, 2, 1. Ja, das Baumaterial können wir gerade noch auspacken. Das Baumaterial können wir gerade noch auspacken. Wenn ich jetzt gleich eine Treppe finde, die ist hier hinten. Okay, da ist die Dämmung schon reingearbeitet. Alles klar, unten bei den Wänden habe ich gar nicht mitgekriegt, wann das passiert ist. Wir haben hier auf jeden Fall noch Material. Das sollen wir noch auspacken. Das ist die Dämmung für die Räume wahrscheinlich, genau. Alles klar. Pflanzgrube ausheben soll in der nächsten Folge gemacht werden. Das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde hierfür einen extra Bagger holen. Wir werden wahrscheinlich den Atlas holen. Vielleicht ist er zu groß dafür. Ist mir aber jetzt auch egal, weil mit dem kleinen Bagger, mit dem Wackerneusen, ist es leider ein ganz schöner Kampf, irgendwie was auszubaggern. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen und mega unterstützen. Macht's gut. Gerne auch auf den Discord-Server draufkommen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.